ein Camping-E-Bike für nur 1.099 Euro. Das haben wir hier von Engwe, nämlich das Modell L20 in einer sehr schönen Farbe, wie ich finde. Aber nicht nur die Farbe ist ein Hingucker, denn auch die dicken Reifen versprechen viel Leistung auf verschiedenen Untergründen. Aber das ist noch nicht alles, denn der Akku hat auch ordentlich was drauf. Damit kommt man bis zu 140 Kilometer weit. Wir haben 48 Volt und 13 Amperestunden Lithium-Ionen drin verbaut. Und wie ihr schon seht, das Ganze ist so ein richtiger Packesel mit bis zu 120 Kilo Nutzlast. Wir haben einmal den Gepäckträger mit bis zu 25 Kilo und ganz vorne noch einen Korb mit bis zu 13 Kilo. Also optimal, wenn man dann doch mal einen größeren Einkauf macht und nicht immer mit dem Rucksack darum fahren will, sondern man kann auch bequem mal was hier vorne verstauen. Ja, was gibt es über dieses Fatbike noch zu wissen, außer dem unschlagbaren Preis von 1.099 Euro? Wir haben eine Shimano 7-Gang-Schaltung, also ein namhafter Hersteller, der hier verbaut ist. Wir haben außerdem mechanische Scheibenbremsen und der Motor hat eine Leistung von 250 Watt. Das Ganze ist natürlich auch für die Straße zugelassen. Also bis maximal 25 km/h geht das Ganze. Wir haben auch eine Anschiebhilfe mit bis zu 6 km/h, aber alles noch rechtens. Ja, die fetten Reifen, wir sehen hier Explore a New Way, die fetten Reifen ermöglichen euch auf verschiedenen Untergründen bequem zu fahren, sei es irgendwie Schotter, Sand, Wald und. Aber zum komfortablen Fahren habt ihr auch einen gut gepolsterten Sattel und eine Vorderradfederung, die ihr natürlich einschalten und ausschalten könntet. Auf dem Display seht ihr zum Beispiel den Akkuladezustand, die Geschwindigkeit, die Unterstützungsstufe und die zurückgelegten Kilometer. Ich bin jetzt noch gar nicht damit gefahren, daher steht es noch auf fast null. Das Ganze funktioniert relativ simpel. Einmal hier oben ist ein Schalter, ich zeige es mal, wenn man das so sieht. Das ist der Ein- und Ausschalter, den man 2 Sekunden drücken muss. Dann gibt es hier noch 2 Schalter. Wenn ich den einmal 2 Sekunden drücke, dann seht ihr, wird das Display ein bisschen dunkler. Aber dafür schaltet sich dann das Licht ein. Dann auch nochmal 2 Sekunden drücken, dann geht das Ganze nochmal aus. Und hier eben, wenn du einmal drückst, dann gehst du in die Unterstützungsstufen bis zu 5. Wie schon gesagt, 25 km/h max. Und ich mache auch gleich mal eine Probefahrt. Aber ihr seht ja, das Ganze steht jetzt schon fertig aufgebaut hier. Ich zeige euch mal noch, wie das Ganze bei euch ankommt. Das Bike wird in einem gut gepolsterten Karton geliefert. Ihr seht, wir haben da schon ganz viele Schaumstoffteile. Ich habe die soweit schon mal entfernt. Ansonsten mache ich mich gleich mal an den Aufbau. Ich schätze mal, dass genau das Vorderrad muss montiert werden, der Sattel muss eingefasst werden. Und ich zeige euch noch kurz das Zubehör. Hier haben wir einmal, die Pedale sind mit dabei, dann ein bisschen Werkzeug. Ich denke mal, alles Nötige für den Aufbau. Hier das Ladegerät und den Korb für vorne mit 13 Kilo Nutzlast. Also, dann geht's los mit dem Aufbau. Das Engwe L20 steht. Ja, was musste ich machen? Ich musste einmal den Lenker montieren. Das kennt man eigentlich soweit von der Fahrradmontage. Dann haben wir hier vorne auch noch einen Gepäckträger. Der musste einmal montiert werden. Natürlich das Vorderrad sowie die Pedale und der Sattel. Ich habe so roundabout eine halbe Stunde gebraucht, war allerdings auch alleine und hatte nur manuelles Werkzeug.
Wenn ihr einen Akkuschrauber oder sowas habt, dann geht das natürlich viel, viel schneller, weil die ganzen Schrauben dann natürlich nicht nur mit einem kleinen Imbusschlüssel raus und wieder reingeschraubt werden müssen. Ja, das war soweit der Aufbau. Ich drehe jetzt mal eine Runde und ich muss sagen, ich bin jetzt schon positiv überrascht. Normalerweise bin ich ein bisschen kritisch gegenüber solchen Fatbikes, aber ich finde hier das Fahrgefühl richtig gut. Also man liegt so massiv und sicher auf der Straße. Ich fahre jetzt noch ohne Unterstützung, wie ihr seht. Und ich werde jetzt gleich mal noch die Unterstützungsstufen ausprobieren. Wir sind an der wunderschönen Saar und dann gebe ich mal ein bisschen Gas. Wow, also man merkt echt auf Stufe 5 den ordentlichen Anzug. Ihr seht, 25 km/h sind fast erreicht. Die 7-Gang-Shimano-Schaltung macht auch einen guten Job. Also ich habe hier ja jetzt gerade eine relativ gerade Strecke. Schaltet sauber, also alles subi. Das Fazit zum Engwe L20. Ein richtig cooles Camping-E-Bike für nur 1099 Euro von Engwe. Also mich hat es überzeugt. Auf der Straße und beim Fahren hat man ein richtig gutes Fahrgefühl. Ich bin sonst immer ein bisschen kritisch gegenüber solchen Fatbikes. Aber hier, finde ich, hat sich gezeigt, dass man durch diese fetten Reifen auch ein gutes Fahrgefühl hat. Außerdem überzeugt mich eben die Nutzlast mit 120 Kilo. Also auch wenn man da ein paar Kilo mehr auf den Rippen hat, hat man hier immer noch ein stabiles Bike. Plus eben 25 Kilo auf dem Gepäckträger und 13 Kilo auf dem Träger vorne. Also richtig gut gemacht. Einziges Manko finde ich auch, ist ein bisschen das Gewicht von über 40 Kilo mit Akku. Also da muss man dann beim Camping schon ein bisschen mit der Zuladung aufpassen. Aber ich denke, das kriegt man schon hin. Denn hier hat man ein richtig nützliches Bike für 1099 Euro. Wenn euch das Bike gefallen hat, dann schreibt es doch in die Kommentare, gebt dem Video ein Like. Ich packe euch alle Infos auch nochmal in die Videobeschreibung. Und bedanke mich fürs Einschalten und bis bald.